So Leute, wir sind zurück bei Apex Legends. Wir spielen Lifeline. Wir haben hier ein schönes Gameplay, was ich hier zusammen gespielt habe. Mit einer Runde, die relativ spiellos geht, würde ich meinen. Aber dafür nicht. Wir haben eine recht lange Zeit am Anfang looten können. Keinen wirklichen Gegner gehabt und ja. Jetzt habe ich hier einen vollständigen Squad ausgeschaltet. Ich meine, besser kann's. Ich glaube, 30 Leute zum Anfang, ich glaube. Sind doch 100 dabei, oder? Das heißt also schon, dass 70 Leute nicht mehr dabei sind. Glaube ich jetzt gerade nur. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Apex mehr gespielt. Aber ein schönes Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen, jeden, der mal Bock auf ein Battle Royale hat. Ja, wir haben dabei das MG, die Spitfire und die G7 Scout. Mein Team ist relativ akzeptabel. Ich meine, gut, gerade in dem Kampf, wo ich die Leute erledigt habe, ist einer ja da umgegangen und so. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Manche haben mal einen schlechten Tag. Auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Gameplay. Wir sind hier in einer der größeren Städte oder die größte Stadt, glaube ich, ist das sogar hier auf der Map. Auf der alten Map. Naja, wir sind hier so zum Looten gegangen. Ich glaube, wir sind sogar die halbe Runde hier geblieben. Weil wir sind hier abgesprungen. Hier war keine Sau und jetzt so zum Ende hin kommen hier immer mehr hin. Und das finde ich recht interessant. Einfach, wie hier am Anfang kaum was los war und dann am Ende alles überfüllt war. Und ich habe keine Ahnung, warum ich meine Heal-Drohne da oben hingesetzt habe. Das ist, glaube ich, sogar noch mit einer meiner ersten Runden, so wie ich spiele. Glaube ich also auch wirklich, dass das ja mit einer der ersten Runden ist, weswegen ich diese doch eher awkwardes oder dieses awkward Movement hab, dieses etwas verplante oder auch das Problem gerade gehabt mit der Drohne, die ich gesetzt habe, die Heal-Drohne oder auch zum Beispiel was mir da eben gerade schon auffiel, wie ich die Gegner markiere, dass ich erstmal dieses Radmenü öffne, bevor ich sie markiere. Und ja, meine Teammates, der eine hat noch nicht mal ein Schild, die halbe Zeit, und das fängt er jetzt erst an aufzurüsten. Und ja, ich denke mir hier so, ich könnte hier ein bisschen snipen, mein Team unterstützen. Klappt sogar recht gut. 3 Hits kriege ich bei dem, aber danach kriege ich keine mehr. Ich habe gehofft vielleicht, dass ich mit dem Bullet Drop sozusagen ein bisschen über die Kante schießen kann. Aber das klappt nicht so gut. Nachdem mein Teammate aber sich ein paar Schilde reingepfiffen hat, muss man ja sagen, dass es wieder besser läuft hier auch. Das meine ich, das so die Markierung auszuwählen, das habe ich nur zum Anfang hin gemacht, also ich weiß nicht, warum ich das überhaupt noch gemacht habe. So. Ich sehe auch schon, es sind nur 4 Squads verbleibend und 10 Spieler. Das heißt, da sind ein paar Squads nicht mehr vollständig. Ja, deswegen sollten wir ruhig ein bisschen mutiger sein und pushen, würde ich ja hier meinen an dieser Situation. Gut. Durch den Bunker durch oder den Bunker halten wäre jetzt sozusagen meine Option. Also ich würde eher sagen, man bleibt hier, verteidigt den Bunker bis zum nächsten Kreis, bis zum nächsten Ring. Was wir wirklich gemacht haben, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich dieses Gameplay aufgenommen habe, weil das ist schon ewig alt scheinbar. Und da fällt mir einfach nur ein, ich müsste mal wieder Apex spielen, weil mich die neue Map interessiert. Und ja, irgendwo hier muss wohl ein Gegner sein und da sieht man die auch wunderbar. Einer ist schon am Ziel. Und na so. Dann frage ich mich gerade wirklich, so alt kann das doch gar nicht sein, oder? Ich meine, wann kam der Mirage ins Game? War Mirage schon immer dabei? Ja doch, ich glaube Mirage und Caustic waren ja von Anfang an dabei. Das würde dann auch recht gut passen. Gut, wir haben hier noch einen erledigt. Den lieben... Was war das? War das ein Caustic? Ich habe nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall... Oder was ist ein Bangalore? Auf jeden Fall ist da oben auf diesem Spot einer. Und zum ersten Mal habe ich, glaube ich, hierdurch auch diesen Spot kennengelernt. Und ich muss wirklich sagen, das wurde ja so einer meiner lieblingsstrategischen Spots. Ich habe den ja echt gerne benutzt. Später. Also ich habe den ja immer, wenn ich gespielt habe, ab und zu mal wieder benutzt. Und man konnte da wunderbar auch mit die Gegner verarschen, indem man sich hier oben versteckt, während die aus dem Bunker raus spazieren. Und dann konnte man sie wunderbar überraschen und erledigen.
Gut, was mein zweiter Teammate macht, habe ich keine Ahnung. Ich habe wie immer den Ingame-Voice aus, weil ich habe oft genug auch Leute, die einfach nur am Rummeckern sind oder auch beleidigen, wenn die mal down gehen. Und ja, deswegen habe ich halt den Teamchat aus. Und als ich dann da hinkommen wollte zum Resen, wird das schon gerade erledigt. Aber wir haben dafür die Gegner ausgeschaltet. Gut, ist nicht die Aufgabe von Lifeline, Gegner zu erledigen in der Theorie, aber wenn mein Team das nicht macht, dann... Weil ich denke, sonst wären wir wirklich down gegangen. Hätten wir jetzt dort nicht gehandelt, dann hätten die Mirage wieder ohne weiteres vollgepumpt mit Life. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die sind nicht gemutet. Ich glaube, man hört die sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe gerade meine Kopfhörer nicht auf. Kann gut sein, dass man die hört. Im Regelfall mute ich aber. Wenn ich die hier nicht gemutet habe, dann liegt es daran, dass die akzeptable Leute waren. Aber wenn sie gemutet sind im Gameplay, dann wisst ihr warum. Normalerweise mute ich halt gerne. Ich müsste gleich nochmal kurz reinhören. Ich weiß es gerade nicht. Also da habe ich schon Ewigkeiten wohl scheinbar nicht mehr gespielt, weil ich glaube, ich mute am Anfang einer Runde immer meine Teammates. Also das habe ich wirklich nur am Anfang gemacht, wo ich sie nicht gemutet habe. Weil es ist wirklich so schlimm teilweise, dass, wie soll ich das sagen, dass wirklich ich die Leute muten muss, weil sie am Anfang einer Runde schon einen beleidigen, wenn man ihnen sogar eine Waffe wegnimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel das G7 finde und ich noch keine Waffe habe und er eine R301 war das, glaube ich, und noch irgendwie eine andere Waffe hat und dann sagt, ja, ich will das G7 haben, wirft dann seine schlechte Waffe weg, zum Beispiel die Semi-Schrotflinte, und heult dann rum, dass er jetzt von mir das G7 will und ich krieg dafür seine Schrotflinte. Aber ich das nicht tauschen möchte, dann wird man da gerne mal beleidigt. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man gleich so toxisch sein muss in so einer Situation. Aber ich komme damit klar und da haben wir auch einen wunderschönen Sieg. Wie immer, Champion. Naja, nicht wie immer, das passiert relativ selten, aber wenn, dann ist es wirklich schön. Und ja, können wir mal kurz gucken. Kills, Damage, Yields. Wie viel ich da gemacht habe. Ich habe 8 Kills gemacht, damit alle im Team sozusagen, bis auf den einen von unserem lieben dicken Boy, und den meisten Damage habe ich auch noch gemacht. Gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer